The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Nach Abschluss der Gnadenzeit keine Nachhöre mehr. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Dem Volk Gottes werden Leiden zwar nicht erspart bleiben. Während sie aber verfolgt und geplagt sind, während sie Entbehrung und Mangel erdulden, weil sie nichts zu essen haben, wird nicht zugelassen werden, dass sie umkommen. Es wird aus menschlicher Sicht so scheinen, als müsste das Volk Gottes sein Zeugnis mit der Blutbesiedlung wie damals dem Märtyrer vor ihnen. Sie befürchten allmählich, dass der Herr sie verlassen habe und sie durch die Hand ihrer Feinde umkommen lässt. Es ist eine Zeit furchtbarer Seelenangst. Tag und Nacht schreien sie zu Gott, dass er sie befreien möge. Das Auge Gottes überblickte die Jahrhunderte und sah die Krise voraus, der sein Volk begegnen sollte, wenn die irdischen Mächte sich gegen sie aufstellen würden. Wie gefangene Exilanten werden sie fürchten, durch Verhungern oder Gewalt zu sterben. Doch der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine Macht und Kraft offenbaren und sie befreien. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Würde zu dieser Zeit das Blut der treuen Zeugen Christi vergossen, dann könnte es nicht wie das Blut der Märtyrer als Same gesät werden, um eine Ernte für Gott hervorzubringen. Ihre Treue wäre kein Zeugnis, das andere von der Wahrheit überzeugen könnte. Denn das verhärtete Herz hat die Wogen der Gnade zurückgeschlagen, bis sie nicht mehr zurückkehrten. Würden die Gerechten jetzt ihren Feind zur Beute werden, dann wäre das ein Sieg für den Fürsten der Finsternis. Der Psalmist sagt, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schütze seines Zeltes. Christus hat gesagt, geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dir einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Herrlich wird die Befreiung derer sein, die geduldig auf sein Kommen gewartet haben und deren Namen im Buch des Lebens stehen. The Lord.